Gute Buff, ihr Bubewuff und ihr Bobinen. Servus zu einem neuen Video. Genau, Cleffy. Wir müssen noch einen Namen für den finden. Schreibt meinen Namen in die Kommentare. Unbedingt so wieder zurück zu Minecraft. Minecraft, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und es geht easy cheesy weiter. Mein Sohn macht mich wahnsinnig mit easy cheesy. Also, oh, wenn du das irgendwann mal siehst in deinem Leben, mein Sohn ist verrückt nach dir. So, andere Baustelle. Wir waren dran, wir haben die Schuhe... ich habe es mit meinem Versprechen nicht gehalten. Natürlich, ich habe natürlich nichts schon vorsortiert, deswegen knallen wir wieder einfach alles in die Kisten. Wir gehen mal schlafen und dann würde ich sagen, ich werde jetzt wieder einen neuen Farm-Stream natürlich starten, die Tage. Das ist klar. Jetzt gehen wir noch hin und planen mal ein bisschen weiter. Wir planen mal ein bisschen weiter, Leute. Wir müssen mal ein wenig weiter planen. Wir sind nämlich jetzt hier dran an dem Haus. Ne? Wie könnten wir das am besten verschönern? Oder vergrößern, besser gesagt. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich jetzt hier erstmal hingehe mit meiner Steinaxt und anfangen werde, erstmal gleich noch Fichtenholz zu besorgen. Und ab hier quasi dann das Grundstück quasi in erstmal diese Richtung vergrößern. Bis hier vorne hin irgendwo, ne? Würde ich mal behaupten. Erstmal, das sind die ersten Schritte. Das heißt, das hier kann alles weg und das fällt hier dann auch erstmal weg. So. Das heißt, ist ein bisschen blöd, aber wird so sein. Das heißt, wir werden hier hingehen und werden dieses ganze Stück hier neu ansetzen, meine Freunde. Und das Dach dementsprechend anpassen. Kann auch sein, dass wir irgendwann ein zweites Stockwerk oben drauf bauen. Oder es auch nie machen werden. Das kann auch gut passieren, dass wir das... Eine Mücke. Dass wir das nie machen werden in unserem Leben. Nie. Niemals. Auf gar keinen Fall. So, jetzt gehen wir erstmal hin. Holen wir uns gerade noch ein bisschen Fichtenholz. Wir könnten noch eigentlich Eisen sammeln mal und so ein Scheiß. Ne? Jetzt gucken wir. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja was anderes noch zeigen. Das haben wir in der letzten Folge ja gar nicht gemacht. Erstens in Option auszuschalten, dass man nicht mehr hüpfen will. So, wir haben genau für 3, 9 und haben wir noch Eisen für den Eimer? Ne, doch, hatten wir noch. Wir holen noch den Eimer mit, weil wir jetzt einfach cool sein wollen, aber können wir nicht. Wir können nur eine Schere machen, die reicht uns auch für unterwegs. Wir können uns aber noch mehr... Eigentlich bräuchten wir jetzt die Scheiben schon gleich für was anderes, aber naja. Naja, wir lassen es einfach so. Also jetzt gehen wir mal gucken, was hinten abphase ist. Ne? Dann müssen wir mal die Dinger jetzt mit der Hand halt füllen, dann ist das so. Wir gucken mal, dass wir jetzt mal, was ich eben schon gezeigt habe, aus dem Bienenstock. Guck mal, wir waren jetzt eben, ich weiß nicht, wie lange wir dran waren, auf jeden Fall, guck mal, hier gibt es wieder 33 von jedem. So, jetzt machen wir hier die Flaschen voll. Die Flaschen sind natürlich nicht so schnell zu befüllen. Jetzt kommt der Honig hier rein, blub, ist eigentlich schon wieder leer, die Flaschen. Aber er fängt schon an zu rödeln, ne? Er fängt hier schon an zu rödeln. Man kann das jetzt voll machen. Und das Problem ist, wenn du jetzt einen Trichter drunter machst, geht er auch hin und räumt alles, was oben drin ist, auch raus. Leere Flaschen und. Weil man kann jetzt Flaschen schon mal da reinmachen. Das Automatisieren hat nicht so gut funktioniert, wie ich das gerne wollte. So, machen wir hier noch den Rest rein. Man sieht, ich kann auch jetzt die leeren Flaschen gleich nehmen und hier reinmachen. Dann macht er mir hier komplett das fertige Met. Und dann können wir wieder Met nehmen, da reinmachen. Ich glaube, mit Met. Weiß ich nicht, ob man Met mit Met vermeten kann. Hat sich komisch angehört. Vermeten. So. Und weiter geht's. Bom, badum, bom, bom, badum, bom, bom, badim, bom, bom. Jetzt machen wir das 15 Minuten lang. Nur eine ganze Folge Minecraft RAD-Mod. Wir machen Honig. Es passt ja angeblich genau ein Stack rein. Man kann auch weiter, man kann das zum Beispiel auch vorarbeiten. Ne? Passt ja nichts mehr. So, jetzt haben wir vorgearbeitet. Das heißt, hier kommen die leeren Flaschen rein. Das heißt, sobald das einmal durchläuft, gehen die vollen hier runter, leer und die auch. Und dann können wir wieder anfangen umzubauen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ne? Man könnte jetzt mehrere Fässer machen, wenn man das von so einer Massenproduktion haben will. Könnte man davon jetzt mehrere Fässer machen, überall was reinmachen. Gut ist, aber scheiß drauf. Wir haben schon 22 Bienen pro Seite. Wir sind jetzt überall so ein bisschen am Farmen, wir holen ein bisschen was weg. Ich will jetzt auch bald einen Farm-Stream starten.
Wir machen weiter oben. Wir machen den ganzen Stamm hier weg. Wir werden irgendwann mal einen Farmstream starten, natürlich, wo man dann, wo ich einfach mal so Sachen wie Holz sammeln vorbereite, die Kisten vorbereite, die voll mache mit Holz, mit Steine. Dass wir einfach was immer Vorrat haben, dass wir nicht im Livestream stundenlang, also Livestream im LP, stundenlang unter der Erde sein müssen. Gar keinen Bock drauf. Ihr bestimmt auch nicht, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr das geil, wenn man stundenlang rumfarmt, währenddessen ihr am Zuschauen seid? Wollt ihr das sehen oder wollen wir uns einfach über die Mod unterhalten? Junge, und über aktuelle Themen. Ihr könnt immer was posten, ne? Das wisst ihr ja. Ihr könnt jedes Mal... Ich leuchte die ganze Zeit rosa. Jetzt leuchte ich rot. Jetzt leuchte ich gar nicht. Jetzt leuchte ich so. Ich will gern blau. Wo ist denn mein blau? Jetzt war rosa. Gibt's überhaupt blau hier? Ne, jetzt ist wieder aus. Willst du mich verarschen? Leuchtet immer so rosa, ne? Jetzt rot. Na. Egal, sieht man das eh nicht so. Auf jeden Fall, ich find's immer cool, wenn man so ein paar Kommentare, ein paar Fragen hat, ne? Da kann man einiges an Videomaterial rausmachen. Ich wurde ja geschlagen von einer Pflanze. So. Ach, guck mal, hey, hier ist auch ganz schön Wasser, ne? Hier ist schon Wasser vor der Hütte. Die Ratten schwimmen da. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Warum sind denn da so viele auf einem Haufen, Alter? Ist hier irgendwas Besonderes? Warum, was ist das denn? Also ist der Schatten von denen, ne? Hier sind so viele Ratten auf einem Haufen, warum? Hängen die da fest, oder was? Holt ihr hier Luft, oder was los? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ratten in Seenot, Alter, würde ich mal sagen. Ist mir egal, sollen sie verrecken. Ach, guck mal, hey, nee, ich dachte, wir hätten wieder Schafe, Alter. Also wieder weiße Kühe. Wir haben mal Eisenbäume, oder? Nee, Oliven. Olivenbäume. Olivenbäume. Warum Olivenbäume? Ich dachte, die werden an dem Busch, die Oliven jetzt hier unbedingt so. Naja, gut, okay. Wird's. Mal kurz einen Leck gehabt. Da sind sie endlich. Sowas hatte ich in einem anderen nicht gehabt. Ich hatte keine Olivenbäume. Oh, wie cool. Olivenholz. Halt, nein, cool, nicht Google. Wenn ich cool sage. Cool, oh wie cool. Oh cool. Ich weiß nicht, wie der auf Google kommt. Wird doch ausgesprochen. Komm jetzt die Setzlinge jetzt runter hier und dann kommen da Oliven runtergefallen oder so. Da liegen Oliven. Wir brauchen Oliven. Die kann man auch irgendwie wieder einpflanzen. Ich weiß nur, die Oliven und die Körner, dann... Ich weiß nicht, was ich das Trauben, die Körner... Oh, falsche Blume erwischt. Aua. Aua. Na, hier haben wir viele Kühe, ne? Viele Kühe. Wir gehen noch ein bisschen spazieren mal. Was haben wir hier noch? Ganz normale Eicheln. So, wir wollen aber mal gucken. Oh, ich finde das so geil, auch mit den kaputten Bäumen dazwischen drin. Finde ich so geil. Das wäre alles nicht möglich, wenn man das... Ein schwarzer Wolf. Gute. Wenn ich den jetzt angreife. Das warst du selbst. Oh, ich auch. Jetzt bin ich auch durchgelaufen. Ich könnte mal was essen, ne? Auf jeden Fall. Oh, ich hab mir ins Auge gepiept, Junge. Oh. Auf jeden Fall, ja. Ist das der Plan jetzt mal, Oliven noch einzupflanzen? Und Oliven kann man auch halt zerquetschen. Bei Äpfel zum Beispiel. Man kann Apfelsaft auch damit zerquetschen. Bei Apfelsaft ist es auch so, dass da wiederum... Was für ein Busch ist das hier? Ein Sherrybusch. Die gehen mir voll auf den Sack, die will ich nicht haben. Bei denen ist es auf jeden Fall auch so, dass bei einem... dass da bei manchen Sachen halt die Kerne rausfliegen. Apropos Kerne rausfliegen, das war's mit unserer Scheiß drauf. Hä? Fichte? Ach, Schwarzeichenholz haben wir endlich mal am Start. Ja, ist das was? Der Olivensetzling wird auf jeden Fall in den Garten gesetzt. Ja, das eine Haus, das nervt mich immer. Das lenkt mich immer ab. Ich will immer dahin laufen. Schwarzeiche haben wir endlich. Ja, Herr Gesangsverein. Warte mal Zeit. So. Den kann man doch bestimmt hier irgendwie. Die Eichen kann man doch bestimmt hier. So mal hier hinsetzen. So. So. Und so. Das können wir mal gerade mal austesten mit den Oliven. Das machen wir noch gerade auf jeden Fall. Wir haben ja noch 6 Minuten Zeit, meine Freunde. Wir wollen ja einiges sehen im... Guck mal, ist es noch fertig geworden? Es wird vielleicht noch fertig, ne? Problem ist, wir haben jetzt hier noch... Ich kann das komplett ablassen auch, wenn wir das wollen, mit der flachen Hand. Blub, ist es komplett weg. So, jetzt machen wir hier gerade mal eine Olive wenigstens hier oben rein. Passiert nichts. Olive hier unten. Jetzt können wir Olivensaft machen. Heftig, oder? Ja,
geil. Das wollen wir ja auch austesten. Wie ich jetzt das hier gedrückt habe, warum jetzt da Falkenbären drin sind. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich gedrückt habe. Auf jeden Fall kann man hier so... Oh, jetzt habe ich alle reingetan, ne? Bitte wieder raus. Ach, Gott sei Dank. Weil man braucht noch eine Olive für manche böse Sachen. Nämlich die Olive. Olive, können wir mal nachgucken. Die Olive, da ist die Olive. Nicht nur mit Olivensaft reinkommen. Wir können nämlich den Almanac machen. Den haben wir ja schon. Also können wir uns das eigentlich ersparen. Man kann sie zerkleinern. Kommt halt Olivenöl raus. Und Olivenöl. Warum Olivenöl? Olivenöl-Tank. Ja, man kann einen Tank voll Olivenöl machen. Olivenöl an sich findet man jetzt nichts, oder? Da, Olivenölfläschchen. Da kann man natürlich eine Melonenscheibe machen. Oh, ist das nicht lecker. Gibt zwar null. Ist zwar total scheiße eigentlich. Hat jetzt keinen besonderen Wert in meinen Augen. Es gibt 60 verschiedene Gerichte, die man damit jetzt machen. Käse. Käse mit Olivenöl. Ich glaube nicht, dass irgendwas Produktives dahinter ist. Rochen mit Öl, Suppenöl, Brot oder was? Sub Yellow. Also wir könnten... Diamant? Moment. Diamant mit Öl. Ach, Candice. Nö. Nö. Red doch keine Scheiße. Ich esse doch keinen Diamanten, Alter. Green Marshmallow. Also ist es hauptsächlich zum Essen. Nee. Mein Ton. Ich bleib hier. Es ist Iron Ingot. Das kann man alles essen, oder was? Oh. Ich dachte, wir könnten daraus jetzt irgendwelche besonderen Tränke machen. Vielleicht kommt da, ich denke mal nicht, dass da irgendwas noch mal unten. Goldenen Apfel. Wird der dann viel besser dadurch? Oh, und dadurch Olivenöl. Kriegst halt diesen Zusatz. Also, hoppala. Nein, wie gesagt. Egal. Oliven an sich, hat man ja gesehen, sind jetzt nicht so der prallste Scheiße, sagen würden, wow, ja, auf jeden Fall wollen wir Oliven zu allem haben, auch zu unserem Eisen. Eisen-Oliven, Alter. Ach, belastet einen schwer, Junge. Aber was mich interessieren würde, wäre mal, haben wir, oh, schmeißen wir Broten um die Welt. Brot für die Welt, meine Freunde, Brot für die Welt. Einen Apfel haben wir nicht, oder? Haben wir irgendwo einen Apple? I have a apple. I have a pear. Nein, haben wir nicht. Ich habe auch schon wieder keine Kiste da. Wir nehmen jetzt eine Redstone-Kiste dafür und stellen die jetzt erstmal hier so ganz blöd hin und machen alles, was mit Pflanzen zu tun hat, mal gerade da rein. So, damit wir das mal so ein bisschen getrennt haben voneinander. Das wäre eigentlich ganz gut. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was auf jeden Fall ein A und O ist bei diesem RAD-Mod, was so auf jeden Fall am Anfang Pflicht ist. Eine Monsterfalle habe ich schon im Auge. Da wird eine Zombie-Monsterfalle hergestellt. Jetzt habe ich einen Blick. Einen Apfel habe ich jetzt leider keinen. Schade, schade, Schokolade. Wie gesagt, das ist eine Aufnahmesession. Von wegen, wenn ihr mir jetzt ein paar Tipps gegeben habt, das dauert ein bisschen, bis hier reinkommen. Holz haben wir jetzt. Fichtenholz. Mein Problem ist, doch Hammer. Wir müssen nur hingehen, ein bisschen Stein nehmen und das Ganze mal braten. Hauen wir voll durch. Olivenholz. Wofür können wir Olivenholz benutzen? Sieht das irgendwie besser aus? Nö, ne? So. Stecken wir jetzt gerade mal hier ab. Wir haben hier die Fichtenholzbretter. Die. Ach, siehste, das ist noch scheiße gewesen. Wir lassen das hier mal so. Und. Das ist Schwarzholz, ich Affekopf. Warum habe ich denn so viel Schwarzholz? Wo ist mein anderes Holz jetzt hin? Habe ich nur Schwarzeiche jetzt abgebaut statt Fichtenholz? War ja sehr intelligent von mir dann. Oder habe ich das irgendwo reingetan? Oder hab ich habe wirklich keins. Ich hab eine Schwarzeiche gesammelt. Dumm, Alter. Richtig dumm. Ein Fichtenholz habe ich gesammelt. Gut. Holz mache ich mal einfach hier oben in diese Truhe rein. Dumm. Gut. Glaube ich nicht, Alter. Dass mir das noch passiert. So, haben wir noch hier irgendwann. Ne, haben wir nicht. Wir wollen noch ein bisschen Sand reinpacken. Haben wir nämlich. Was haben wir jetzt erfahren eigentlich? Wir haben jetzt Oliven gefunden in dieser Folge. Wir haben in dieser Folge mal. Wir gucken gerade nochmal da rein auf jeden Fall.
dass wir auch das Oliven... Klatsch. Dass wir... Guck mal, er hat es abgebaut. Hier automatisch. So, jetzt fängt er wieder an. Jetzt haben wir... Boah, 66er. Das könnte man jetzt auch nehmen, glaube ich, und hier reinfüllen. Bumm. Jetzt weiß ich... Ich weiß halt nicht, wofür dieses Zusatzfeld da ist. Ist das dafür da, um das Ganze zu mischen? Das heißt, ich kann das ja wieder rausholen und könnte jetzt genauso gut sagen... Jetzt scheiße, sind die Flaschen alle voll natürlich. Das ist natürlich nicht so praktisch, ne? Ah, ne, hier habe ich eine leere noch. So, jetzt kann ich so hingehen und könnte jetzt dieses Olivenöl damit ja einsammeln, ne? So, bumm. Kann ich jetzt das Mehl mit dem Honig und dem Olivenöl mischen? Nein, kann ich es nicht. Ich kann aber Oliven... Also, ich kann da nur Mehl reinmachen. Jetzt mache ich das 66er Mehl da rein. Bumm. Ja. Ob das jetzt viel... Was das jetzt verändert daran? Ob ich jetzt definitiv was Höheres bekomme? Weiß ich nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Wir lassen es mal ein bisschen laufen. Wir haben auf jeden Fall 66er Mehl. Ist gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt mal gucke, Mehl, das Höchste, was, glaube ich, hier drin ist, ist... guck mal hier, da ist auch Met, ich weiß nicht, Met und das zusammen gibt Met. Keine Ahnung. Hier steht auch nur Met. Met und Honig, so, das gibt Met. Ich kann Bienenwaben zu Honig machen. Wo drin? Ja, in zerkleiner. Okay, nee, ist gut. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Toll. Met. Ich weiß halt nicht, wofür. Wo ist denn das Met jetzt? Hä? Hä? Wo ist Met? Met. Oh, ich habe eine Warnung bekommen. Jetzt habe ich Lautus gemacht. Jetzt kannst du machen, was du willst. Meine Stoppuhr klingelt schon die ganze Zeit. Mach endlich aus! So. Ich finde das Met gerade nicht, außer hier. Ah, hier, da ist Met. 0,75 ist das höchste, glaube ich, was es gibt. So, jetzt habe ich eine leere Glasflasche. Ich will halt Met haben. Junge, schrast du gleich aus! Wo ist denn das? Ich habe es schon wieder verloren. Ich bin blind, meine Freunde, ich bin... Wir können mal einen Tank machen, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn wir jetzt einen Met-Tank machen würden, dann könnte ich auch nur das reinfüllen, was... Oh, guck mal hier, 50. 50 können wir eigentlich schon wieder... Das will ich gerne trinken. Wir könnten mal einen Tank bauen, dann machen wir alles da mal voll mit... Bei uns in der Bude voll mit Bier. So, in der nächsten Folge, wie gesagt, habe ich gerne vor, das Haus umzubauen. Dass wir anfangen, das Haus aufzubauen, mal so ein bisschen langsam, ja. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde jetzt sagen, in 2 Tagen wieder. Und würde ich sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst doch einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Oder sogar ein Likey-Aldi. Ein Likey-Aldi-Reidi-Feidi. Ach Junge, ich könnte Rapper werden, Junge. Rapper. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft Red. Und zurück in die Endcard. Bye. Bye, meine Freunde. Gute, ihr Buben und Bubinen, willkommen in der Endcard. Hier ist verlinkt die Playliste von Minecraft RAD und das letzte Video. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschö mit Ö.